Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Angelfreunde. Ich bin's, euer Affenkönig Dämlich. Heute sollt ihr natürlich wie immer frisch und fröhlich weitergehen. Wir haben das letzte Mal richtig coole Fische gefangen. Unter anderem eine wunderschöne Flunder in Trophäengröße. Ja, ein Brassen. Dann ein Aaland in Trophäengröße. In eurer Abwesenheit hat an meine Grundangel noch ein Barsch gebissen. In Trophäengröße, den will ich euch mal schnell zeigen. Ansonsten natürlich gar nichts. Ich habe mich dann gleich wieder ausgelockt. Futtermischung ist alles noch dieselbe. Habe überlegt, ob ich jetzt hier uns noch eine eigene anmische. Müssen wir halt einfach mal sehen, wie das funzt. Das lädt hier. Und das dauert gut. So, dann können wir hier mal gucken. Irgendwo muss hier ein kleiner Flussbarsch sein. Was wir alles schon für geile Fische gefangen haben, Leute. Übrigens, hier der größte Zander. 2,236 Kilo. Was war das? Ist ja noch nicht so lange her beim letzten Part. So, wo haben wir denn den? Da ist unser Flunder. Das ist unser europäischer Zander. Heringsmirene. Ah, genau, einen Fisch habe ich vergessen. Wir haben ja auch gefangen. Also Barsch, Zander, Aaland, Flunder, Brassen und Hecht. Und dann haben wir noch gefangen die dicklippige Meeresche. Das macht 7 Fische. Da wollte ich mal gucken, was wir jetzt denn noch alles fangen müssen. Da ist unser Aaland in Trophäengröße 1,011 Kilogramm. Da müsste auch irgendwo unser Flussbarsch kommen. Hier ist der amerikanische Barsch, der amerikanische Flussbarsch. Dann ist der aber ganz schön klein gewesen. Da ist er. Der Flussbarsch in Trophäengröße. Sieht auch ein bisschen anders aus. Jetzt sieht man auch so richtig den Unterschied. Der hatte 732 Gramm. Somit 32 cm lang. Und lasst euch sagen, das ist eine gute Größe. Ich habe schon mal einen 30 cm Flussbarsch gefangen. Die kämpfen bis aufs Messer, die Jungs. Mit denen ist nicht wirklich zu spaßen. So. Und jetzt will ich doch mal gucken, ob wir hier wieder in unsere Ecke gehen. Was ist denn da los? Warum steht denn da PlayStation Store? Mache ich hier schön Werbung für PlayStation Store jetzt oder was? scheint ein Bug zu sein. Scheint nicht mehr wegzugehen. Vielleicht, wenn ich die Zeit vorspule, das hatte ich eh vor. So, ich wollte nochmal gucken, ob wir uns hier noch was anderes, eine andere Mischung mal anmixen. Ich habe ja diese Black Roacher das letzte Mal genommen und jetzt haben wir hier noch eine für kleine Weißfische. Obwohl, da kann ich auch die andere erstmal lassen. Da kaufen wir uns später noch was anderes und fangen jetzt gleich an mit Angeln. So, an welche Ecke gehen wir denn? Wieder an unsere bekannte Stelle. Die war ja wirklich super gut. Da kann ich ja wirklich gar nichts sagen. Und dann wollte ich den Narrow Spoon ja auch noch mal ausprobieren auf Zander. So, wie sieht's aus? Ja, da müssen wir wieder ein Stückchen laufen. Da können wir gleich wieder Rallye Monte Carlo starten. Und hier oben schön auf dem Schotterweg. Da kann ich in der Zeit mal schön einen Schluck Kaffee trinken. Und ihr lauscht der schönen Hintergrundkulisse. Oh, hört ihr sie, wie die Möwen hier rumschreien, herrlich. Einfach nur herrlich. Ja, und dann wollte ich ja eh mal gucken, was wir überhaupt noch für Fische fangen können, wollen, tun. Das können wir auch gleich machen. So, wie sieht das denn aus? Zack. Zack, Aaland haben wir, Hecht haben wir, Brasse haben wir, dicklippige Meeresche haben wir, der europäische Aal. Da müsste ich halt mal gucken, was ich an meine Montage dranhängen kann, weil die ja für den Shiner zu schwer ist und für die Elritze auch. Da bricht uns wahrscheinlich die Rutenspitze ab. Tauwurm frisst der auch. Also müssten wir das in der Nacht mal probieren, würde ich mal sagen. Weil das wäre, ja, das Einzige wäre der Tauwurm, was da gehen würde. Flunderhammer, Flussbarschhammer. Wie sieht es denn mit dem Rotauge aus? Tausendfüßer, Heuschrecken, Maden. Oh, Heuschrecken habe ich, glaube ich, auch dabei. Mückenlarven, Grieskugel, Graupenbrei, Teigbälle.
Ich habe noch so eine Krume mit Honig irgendwie dabei. So, die Grundel, Mark, Maden, Regenwurm, Tauwurm und Garnelen. Gute, die könnten wir also auch auf unseren Regenwurm fangen. Das war's auch schon. Also uns fehlt nur noch die Grundel. Grundel und Rotauge und der Aal. Also drei Fischarten, die wir hier noch beangeln müssten. Cool, das freut mich. Wettermäßig, ich spule mal vor auf eine schöne 15 Uhr. Da geht's dann langsam. Da geht's dann langsam los hier. So, zack, können wir auch gleich machen. Jupp. Oh! Das Schiff ist hier wie aus Kübeln, du. Da hinten sehen wir auch schon ganz leicht am Horizont unsere Pose stehen. Also unsere Boje. Uns die Stelle markiert haben. Bei dem Wetter könnte man auch probieren, mal auf den Aal zu gehen. Ich weiß nur, dass der bei Regen immer sehr aktiv ist. Das machen wir. Und nebenbei versuchen wir noch ein paar schöne Zander zu fangen. Ja, ich mache zwar immer noch Werbung für den PlayStation Store. Ist ja egal. So, hierher. Dann stellen wir erstmal schön unseren Rutenständer auf. Wupp. Zack. Hingestellt das Ding. Die können wir schon mal auswerfen. Die holen wir dann nachher rein. Kommt natürlich nicht sehr weit jetzt. Da ist der an der falschen Angel dran. Ja, da ist auch an meiner Tora dran. Das ist ja Frevel. So, und schon kommen wir viel weiter. Den hau ich gleich mal raus. Zack. Legen wir das Ding gleich mal ab. So. Dann holen wir mal schön unsere Grundangel raus. Oh, das macht jetzt schon Spaß, dass man hier den Rutenständer hat. Doch. Nein, das gefällt mir sehr. So, wir probieren das natürlich erstmal aus. Krume mit Honig. Obwohl ich ja eigentlich Grillen, doch, ich habe doch Grillen mit. Dann würde ich mal Grillen probieren. Zack, machen wir mal die Grillen dran. Schön. Und dann das Ding richtig ins tiefe Wasser gejuckelt, da lebt nämlich auch der Aal. Obwohl er bei so feuchtem Wetter auch mal in die Nähe des Randes kommt und auch Gewässer wechseln tut, für die Leute, die es nicht wussten. Dann kriecht er meinetwegen durch Maisfeld oder sonst irgendwas. Ich wollte nochmal gucken, wie tief es hier ist. Wie tief haben wir es denn? 7,9 Meter, alle Achtung. Okay, dann hingelegt das Ding. Und dann nehmen wir jetzt gleich hier unsere... So können wir auch gut wechseln. Gleich unser Jig-Winner. Und gucken gleich mal, ob wir hier einen Zander an der Leine kriegen. Zumindest hat der immer saugut funktioniert auf Zander in New York. Das wisst ihr ja selber. Aber viel wichtiger ist mir, dass unsere Grundangel weiter funktioniert. Oh, da Regen, du. Ich fühle mich so, als müsste ich mir gerade hier Regenkleber anziehen. Das ist so, weil das so laut ist, weil ich ja immer, ihr wisst, ich spiele ja immer mit ziemlich lauten Dolby-System hier, weil das leider das Hintergrundgeräusch nicht aufzeichnet, meine PS4 hier. Deswegen ist es irgendwie seltsam und ich mache ja echt volle gute Werbung für den PlayStation Store. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommis schreiben, ob ihr das Problem auch schon gehabt habt. So, lass ich noch mal kurz absinken. Jupp. So, sehr schön. Obwohl Zanderwetter natürlich auch Regenwetter ist. Aber das wisst ihr ja. Trübe Gewässer. Macht es den Zander einfach schön. Der mag das. Aber wir haben ja auch schon mal einen direkt hier vom Ufer gefangen.
knallen wir dahinter das Ding. Jawohl! So, lass uns mal schön absinken. Zackeli zack. Ihr habt mir auch schon wieder fleißig Kommentare geschrieben, meine Güte. Finde ich sehr schön, freut mich wie immer. Besonders für mein Zander-Video. 40 Minuten, 40 Kilogramm Zander. Ja, da waren wirklich keine Zander mehr in New York im See vorhanden. Die habe ich alle rausgefangen. Das hat aber auch gebissen, du. So was hatte ich noch nie. Oh, und der Olli kommt mich wieder besuchen. Ja, der hat das letzte Mal gesehen, was wir hier alles fangen können. Oh, jetzt haben wir was gelandet. Irgendwas Kleines. Könnte ein Barsch sein. Muss was Kleines sein. Ein Aaland. Ein kleineren Aaland. Na, da freue ich mich aber auch. Mit Narrow Spoon. Schön. So, die Krume mit Honig. Ne, wir haben ja die Grille dran gebambelt. Jetzt musste ich aber die Schnurbremse und die Stärke komplett hochstellen. Meine Güte. Sonst wäre der Aaland uns einfach durch die Finger geglitten. Ah, jetzt hatte ich einen Biss. Ziemlich schön sogar. Oh, Angel tauschen. Da kommt der Olli um die Ecke und dann beißt es schon wieder. Ja. Und wir haben irgendetwas. Ah, mal schauen, wer sich hier die Grille nicht entgehen lassen wollte. Wir haben 22 Stück mitgenommen, also sollte für eine Weile reichen. Grüß dich! Ach, das ist doch gar nicht der Olli. Der Olli fährt auf dem Kohlenkorn. Das ist doch der Olaf hier mit der Atlantica. Grüß dich, Olaf. Na, das ist irgendwas Silbernes. Entweder wieder ein Aaland, vielleicht auch eine dicklippige Meeresche. Rotauge wäre auch schön. Ne, ist wieder ein Aaland, ein kleinerer. Behalte ich aber auch. Gibt alles Geld. Oh, ganz schön laut hier schon wieder. Ich wollte nur noch mal schnell gucken. Welcher Fisch wollte denn jetzt... Was wollte denn der Aal haben, wo ich gesagt habe, das haben wir doch dabei. Ah, guckt euch mal den schönen Aaland an. Den gibt es ja hier auch in einzigartig. Vielleicht haben wir da auch nochmal Glück. So, jetzt wollte ich mal gucken. Tauwurm. Aber haben wir denn einen Tauwurm mit? Ich dachte eigentlich ja. Müsste ich jetzt noch mal gucken. Ja. Ja, dann probieren wir das halt noch mal mit denen aus. Lass ich halt da noch mal 2-3 Minütchen drin. Aber wir probieren mal was aus, Leute. Wir hauen mal, weil es ja eben ein bisschen regnet. Also ein bisschen hier hinten, nicht ganz so weit in die Ecke rein. Vielleicht schlüngelt da gerade der Aal rum. So, legt man das gute Stück mal hin. Die Strömung richtet den Rest. Ja, Olaf, danke. Hat mich auch gefreut, dass ich Fisch gefangen habe. Kannst du heute Abend zu essen vorbeikommen? Da drüben ist mein Haus hier. Das Schöne, da wo jetzt die Rutenspitze hin zeigt. Können wir schön noch einen hinter die Binde kippen. Ich habe gleich noch einen schönen Doppelkorn oder einen Küstennebel. Passt ja hier in die Ecke. Du
So, und jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir mit unserem Narrow-Spoon hier noch mal was Schönes fangen können. Es waren, glaube ich, mehrere Fischarten, die hier in einzigartig vorhanden waren. Was natürlich auch schön ist. Das macht nämlich Lust auf mehr. So, lasse ich hier nochmal absinken vom Ufer. Stop and go. Jawohl. Ich glaube, mein Kater denkt gerade, dass hier wirklich irgendein komisches Gefährt vorfährt. Er hat mich gerade noch tiefenfest geschlafen. Und jetzt, wo ein Olaf hier Hupen hören hat, guckt da gerade ein Fenster raus und denkt, da ist irgendwas. Du bist ein Schauspieler, du. So, die Strömung hat aber ganz schön unsere Grundangel mitgerissen. Seht ihr das? Die Leine ist gespannt wie ein Flitzebogen. Aber da hat doch irgendwas Leichtes gezuppelt. Habt ihr das gerade gesehen? Es hat gerade die Rutenspitze gewackelt von unserer Grundrute. Aber da wird da jetzt nichts dran sein. Das hätten wir ja gehört, oder? Wahrscheinlich dann eher durch die Strömung, nehme ich mal an. Ja, theoretisch muss ich ja nicht auf die Spitze gucken. Außer es wird ein bisschen buggy und es klingelt nicht mehr. Was auch bei einigen schon passiert sein soll. Und mein Kumpel, der spielt es auf dem PC. Und er hat gesagt, bei ihm ging eine Weile lang das gar nicht. Da hat es einfach gar nicht geklingelt. Da musste immer direkt auf die Schnüre achten. Und konnte natürlich nebenbei nicht mehr wie wir hier so angeln. So, was habe ich denn eigentlich noch mit? Ich habe hier noch einen silbernen Narrow-Spoon. Einen 14-Gramm-Spinner. Das wird einfach zu groß sein. Ansonsten habe ich gar nicht großartig was mit. Und Sven, sein Bison-Spinner, der hat das letzte Mal auch nicht so wirklich funktioniert. Vielleicht mögen die Flussbarsche die Farbe nicht. So, ich werde nochmal rauswerfen. Hol die Grundangel dann nochmal raus. Ach, was soll's, ich hole noch einmal rein. Und dann sehen wir ja weiter. Ah, der Aland hat ja auch so richtig willkürlich gebissen. Wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Auf jeden Fall haben wir schon mal so ungefähr $1000 im Säckchen. Es ist nicht viel, ich weiß. Oh, jetzt. Jetzt. Ach, ich Ochse, jetzt lege ich die erst ab. Das war's wohl jetzt. Ja. Das hat's leider aufgehört. Schade, also wenn das jetzt ein Aal war, dann beiße ich mich in den Arsch. Aber es ging ziemlich kurz nur. Wie die kleine Hand uns zuwinkt. Hallo, ich bin hier, nimm mich. Ja, das scheint es wohl gewesen zu sein. Na dann, machen wir hier weiter. Mal aufgehört haben. Ha Leute, und ich habe mir was Fieses eingefangen. Eine Art Schleimbeutelentzündung. Das hört sich schon richtig eklig an. In meinen linken Ellenbogen.
Durch eine Überbelastung entsteht das wo. Naja, und ich bin ewig lang nicht zum Arzt gegangen. Über 4 Wochen nicht. Und dann wurde mir von mehreren Arbeitskollegen gesagt, Mensch, Junge, jetzt geh, sonst wird es noch schlimmer. Und naja, dann bin ich da halt mal gegangen. Jetzt hat er mich erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Übelst scheiße. Ich kann wirklich eigentlich... Ich bin froh, dass ich hier noch mit euch ein wenig spielen kann, aber da muss ich meinen Arm ja wenigstens nicht bewegen. Ansonsten fällt alles für mich flach. Ich kann keine sportliche Betätigung mehr machen, gar nichts mehr. Und das schränkt einen schon ganz schön ein, Leute. Also das ist schon ganz schön nervig. So, ich mache mal den silbernen... Nee, nicht den großen Nervo, sondern den silbernen wollte ich nochmal dran hauen. Da ist er doch, genau. Eigentlich dieselbe Größe. So, ich muss hier ein bisschen, ja. So, das ist jetzt der letzte Auswurf. Und danach würde ich den Grundköder nochmal wechseln. Bisschen ärgerlich, dass das nur so kurz gezuppelt hat. Weil wenn das ein Aal wäre, geil. Aber ich lege da meine Hoffnung immer noch in die Nacht. Der sollte wirklich in der Nacht deutlich aktiver sein. Und es hat aufgehört zu regnen. Oh, wunderschön. Und die Sonne kommt raus. Oh, das ist ja... Das ist ja schön. Oh, wie es aufklart. Dann säuselt der Wind uns hier noch um die Ohren. Na, wenn jetzt nicht speist. Also dann will ich es auch nicht. Ich ziehe jetzt mal langsam geradeaus und schleife die mal so ein bisschen auf den Boden lang. Ah, jetzt hatte ich einen Biss, Leute. Jetzt hatte ich einen schönen Biss sogar. Gar nicht so schlecht gewesen. Nicht von schlechten Eltern. Kann natürlich sein, dass jetzt der Linien wieder besser geht bei den Verhältnissen. Weil ihr wisst, ich hab's ja gesagt, die Fische passen sich jetzt irgendwie mit Bissverhalten den Wetterverhältnissen an. Aber es ist eigentlich schön, 16 Grad Wassertemperatur, 20 Grad Außentemperatur, das sollte schon ganz gut sein. Aber in der Ecke scheint auch nicht wirklich viel zu beißen hier mit unserer Grundangel. Dann hol ich das Ding nochmal raus. Ja! Ne, scheint wirklich nicht viel zu sein. Außer wir haben uns eine Henge eingefangen. Aber das denke ich jetzt mal nicht. So, zack, zack, zack. Ich gebe dem Taubwurm aber nochmal eine Chance und werfe auch mal richtig ins tiefe Wasser. Es regnet ja jetzt nicht mehr. So weit, wie man wirklich kommen. Ja! So. Wird gerne nochmal die Pose ausprobieren. Ich weiß, es hat bis jetzt noch gar keinen Erfolg gebracht. Aber da kann ich halt den Shiner dranhängen. Was ja dann doch wiederum ganz cool ist. So. 1-0 Haken, Shiner. Weiß halt auch nicht. Ich gehe jetzt halt auf 2,50, weil alles andere wäre, glaube ich. Quatsch. Oh! Da ist was dran, Leute. Unser Grundangel. Ja! Da ist was dran im tiefen Wasser, hat irgendwas gelauert auf unseren Taubwurm. Kann natürlich auch alles Mögliche sein. Barsch und alles Mögliche, aber es steht, glaube ich, nur beim Aal mit drinne, dass er das sehr mag. Den Taubwurm, aber ich glaube, ein Aal würde ein bisschen mehr ausschlagen hier. Vielleicht wieder ein Aaland. Flunderbrassen. Möglich auch natürlich Barsch und Hecht. Ah, ein schöner Barsch. Oh,
Na, der ist doch fast so groß wie der letzte, den ich gefangen habe. Leute, und guckt euch den mal an. Die werden dann nämlich schon so richtig schön hochrückig. Ist es nicht ein hübsches Kerlchen? Die geben aber, wie die anderen Barsche, auch nicht wirklich viel Geld, weil man die eigentlich fängt wie Sand am Meer. Nicht die Größe unbedingt, aber generell den Flussbarsch. Aber ihr wisst ja, ich finde, der Fisch, dem wird viel zu wenig Beachtung geschenkt, weil der echt ist ein geiler Fisch. Und vor allem schmeckt er auch gut. Na gut, also sind die Fischis definitiv da. Dann werde ich hier mal zack nochmal schön reinhauen. Über die Hälfte von unserem Köder ist auch noch da. Also alles super. So, wo ist denn jetzt unsere andere Angel? Ach so, wir hatten die ja noch nicht reingeworfen. Jetzt kommt Olli, oder? Da ist er, Olli, servus. Er denkt sich auch, oh, ich fahre ja jeden Tag 30 Mal lang und immer ist nur ein Vollidiot hier und angelt. So, mal gucken, Kollege Scheiner. Ob wir mit dem was landen können. Und die Angel ist ja auch sehr stark, deswegen gehe ich hier gleich mal auf die vorletzte Stufe. Weil bei der Kiloanzahl, die die meisten Fische hier haben, sollte das gar kein Problem für die Angel sein. Und das ist ja schon die kleinere von den beiden. Das war ja alles im Weltset mit enthalten. Und eine leichtere hatte ich gar nicht mehr. Habe ich aber auch nicht gebraucht in den letzten Parts. Das ändert sich hier in Europa, aber da könnte man gut und gerne nochmal eine kleinere haben. Vielleicht brauchen wir hier auch einfach so einen bestimmten Schwimmer. Ich habe auch noch einen Schwimmer mit, einen Sportschwimmer, der für fließende Gewässer geeignet ist. Da habe ich jetzt das Problem, da kann ich mal wieder auch keine Elritze und Shiner dran hängen, weil das alles Leichtgewichte sind. Deswegen habe ich euch gesagt, das Ziel muss sein, eine richtig starke Grundangel zu kaufen. Aber das kann halt noch eine Weile dauern. Das kann noch eine Weile dauern. Aber wir haben da noch zwei Seen, wo wir noch hingehen können oder Flüsse. Ich glaube, der Tscheche in Tschechien ist ein See. Und dann noch Italien. Und dann ab Level 30 können wir auch wieder noch einen anderen See. Und dann wollen wir ja auch noch mal nach Alberta und noch mal nach Louisiana. Also es ist noch viel zu tun. Aber es ist auch noch ein langer Weg bis Level 42. Mein Kater, wie von der Tarantel gestochen. Guckt da hier, was das hier sein soll. Oh, und jetzt hier. Auf einmal zieht das Ding runter und wir haben den Trophäenaal. Das wäre auch geil. Oh, wäre das schön. So, ich muss nur mal gucken, nicht, dass ich hier meine Angel aus den Augen verliere. Nee, das funktioniert auf jeden Fall so. Oh! Grüß dich, Johnny! Ja? Du hast einen Johnny Line gelassen. Schöne Rot, die Libelle. Na, war das gerade ein Zupfer? Unser Posenangel? Nee. Nee, nee, nee. Schade, schade, schade. Schade, dass da wirklich gar nichts rauskommt. Ich probiere jetzt aber noch mal aus, auf eine 80 zu gehen, was ja, glaube ich, dann auch Quatsch ist, aber ich probiere es halt einfach mal aus, damit wir es probiert haben. Weil ihr wisst, 80 bis 1 Meter ist hier in dem Spiel immer so eine universelle Größe, die eigentlich immer geht. Ja.
Jawohl. Ich hatte ja auch schon mal ein paar Zupfer. Aber es sind ganz, ganz wenige in den letzten Parts, wo wir hier geangelt haben. Ich glaube, das war vielleicht da mal eine Sekunde und da mal eine Sekunde. Wenn es nicht ein Hänger war, was ja eigentlich Quatsch ist, weil bei der Entfernung von 24 Metern sollten wir schon weit über 3 Meter, 4 Meter Tiefe sein. Tja, da treibt sie dahin. Unsere Pose. Oh, das scheint wohl nicht die Strategie zu sein, die man hier fahren kann, was schade ist. Ich finde es schade, weil sonst hätte man noch so ein bisschen facettenreicher angeln können. Somit kann ich halt meinen Schalmer nicht ausprobieren. Klar könnte ich es riskieren, den da dran zu hängen. Aber das wäre ja eigentlich blödsinnig von mir, wenn ich das machen würde. Das wäre ja blödsinnig. Nee, nee, Leute, da haben wir, glaube ich, sogar mehr Chancen mit unserer Spinnrute was zu fangen, wobei das auch nicht so leicht ist. Aber ich habe auch noch, könnten wir eigentlich auch noch mal lesen bei unseren Fischfreunden. Narrow Spoon steht der Aaland drauf, der Hecht, die Meeresche, Chatworm, Scrub, Krebs, der Aal gar nicht. Ich gucke jetzt mal speziell bei den Fischarten her. Heuschrecken mag aber auch hier. Genau, unser Rotauge. Wisst ihr was, Leute? Wir packen mal unser Zeug und gehen einfach mal auf die andere Seite. Was haltet ihr denn davon? Da hinten ist immer noch der Olli. So, und hauen einfach mal hier raus. Vielleicht wartet hier das Rotauge auf uns. So. Na, wo ist er denn? Steht der Rutenständer jetzt noch dort vorne oder bin ich jetzt ganz blind? Ich glaube schon, oder? Um mich scheint es gerade nicht zu gehen. Sagen wir mal. Nee. Na prima, da steht er noch dort vorne. Da muss ich ja jetzt erstmal 20.000 Kilometer laufen. Ernsthaft? Na gut, wir gucken halt mal. Vielleicht steht er wirklich da vorne. Also wenn das so wäre, dann würde ich mir wünschen, dass das noch gepatcht wird. Wenn man jetzt automatisch woanders hinreißt, dass der dann halt einfach weg ist. Und was ist denn, wenn ich jetzt hinkomme und es klingelt und ich hole den Fisch raus, dann sage ich nichts, aber es kann ja sein, im Moment klingelt es gerade und jetzt bin ich gerade nicht dort. Das wäre ja richtig kacke. Lauf, Affenkönig! Lauf! Hans, guck in die Luft! Oh, da ein Stockende! Überall Schmetterlinge und Pollen und ach, herrlich. Außer man ist Allergiker. Dann sind die Pollen natürlich gar nichts für einen. Kann ich verstehen, aber ich finde, das sieht immer herrlich aus, wenn die so rumfliegen. Na, sei ja ruhig da oben. Ne, hier. So, jetzt hier müsste irgendwo unsere Angel stehen. Da steht sie auch noch. Gut, hätten wir das auch schon mal geklärt. So, nehmen wir mal die Angel. Zack. Ja. War ja leider nichts dran.
So können wir die nämlich gleich einpacken. Und ich teleportiere mich nochmal alle Son Goku da hinten rechts in die Ecke und laufe aber mal nochmal ein Stückchen rechts in die Ecke hinein. So. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Stelle. Viele Fischarten. Weiß nicht, ob das jetzt hier überall genauso läuft. So, wie kann ich dich denn jetzt mitnehmen? Jetzt so. Jawohl. So, haben wir den jetzt aufgenommen? Steht er jetzt? Nee. Okay, wir haben den jetzt aber, oder? Wir können den hier auswählen. Nein, können wir nicht. Ich verstehe das gerade nicht, Leute. Ich kann Routenständer nicht mehr richtig auswählen. Doch. Doch, jetzt macht das wieder. Jetzt wieder nicht. Es ist so ein bisschen, ein bisschen tricky noch. Oder ich stelle mich einfach nur dumm an. Was auch öfters vorkommt. So, jetzt könnten wir hier reisen. Zack. In die Ecke wollte ich. Genau. Und jetzt sind wir ja nahe der Brücke. Hier ist auch so ein schönes, langes Stückchen. Dann könnten wir auch hier gleich probieren, unsere Route reinzuhauen. So. Zack, hin das Ding. Obwohl, ich nehme das Ding nochmal auf. Ist ja eigentlich. Eigentlich ist es ja Quatsch. Am besten so weit wie möglich ins Wasser stellen. Ja. So. Weil, dann kommen wir immer noch mal ein paar Meter weiter. Und ich werde nochmal die Grillen ausrüsten, weil das Rotauge auch Grillen mag. Pinkies hätten wir ja auch noch. Komm, wir machen mal Pinkies dran. Aber die Caster haben auch nicht funktioniert das letzte Mal. Aber egal. Probieren geht über Studieren, das wissen wir. Jeden Part dasselbe. Das war natürlich gar nicht. Aber sogar am Anfang haben wir ja schon gleich über 70 cm Tiefe. So, das Rezept muss ich mir halt merken. Dann müsste ich mir das direkt mal aufschreiben. Ich kann das leider nicht umbenennen. Das wollte ich eigentlich schon machen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommis schreiben, wie das funktioniert, das Umbenennen, weil dann hätte ich das halt genannt Allround oder irgend sowas und hätte das 310 genannt. Dann weiß ich ganz genau die Zusammensetzung. So, 8 Meter. Rein das Ding, das Wasser ist noch 16 Grad, scheint mir gut zu sein. Fraglich ist es dann natürlich wieder in der Nacht. Weiß ich nicht, wie das dann ist, wenn das Wasser kühler wird. Mit der Angelei hier. So, und jetzt gucke ich hier auch gleich mal, was wir hier dranhängen können. Haben wir denn hier einen Krebs für die Nacht? Dann würde ich noch mal den Chat ausprobieren. Da ging ja eigentlich auch immer sehr gut. So, schön. Und in der Ecke hier haben wir es ja noch nicht so oft probiert. Also, da kommt der Olaf schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Der dreht hier seine Runden. Der wendet einfach nur hinten und dann kommt er wieder gefahren. Das macht er 8 Stunden am Arbeitstag und damit verdient er dann 2300 Glocken netto. Das gibt's doch gar nicht. Ist das ein Knall oder was? Ja gut, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in den Niederlanden. Hier wird öfters mal einer geknistert. Kann ja sein, dass der Olaf und der Olli gerne mal zur Mittagspause ein paar Jollen durchziehen. So, aber jetzt mal konzentriert hier. Damit wir jetzt hier noch ein paar Erfolge verzeichnen können.
Meine Güte, und ich mache extrem viel Werbung für den PlayStation Store. Also Leute, das habe ich nicht da eingefügt. Auch wenn es so aussieht, es ist irgendwie ein Bug. Ich kann mir nicht helfen, warum das so ist. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Es ist wirklich... Mich irritiert das so ein bisschen hier. Oh, oh! Oh, da hat was zugeschlagen. Da hat was auf den Chat zugeschlagen. Sehr schön. Flinte. Ah, vielleicht Hecht oder auch Zander. Ist ein Zander. Ein Zander, fast ein Kilo. Ja, gucke nur mal, Olaf. Jetzt sogar noch einen schönen Zander gefangen. Oh, der ist schön. Behalten wir natürlich. Boah, wie laut das Schiff ist. Was steht da? 1997. Ist das erste Mal ausgerückt. Mein Kater sitzt jetzt hier vom Fernseher und beobachtet, wie das Schiff hier lang schippert. Das findet er sehr interessant. Ja, spitzt er, der Lauscher. Das alte Fake-Knäuel. Aber wenn es darum geht, nicht so lange im Katzenstreu zu scharren, da hört er nicht. Okay, du Schauspieler? Gut, alles klar, so. Konzentration, Konzentration. Meine Damen und Herren, Sie beobachten hier einen sehr, sehr ambitionierten Angler in den Niederlanden an dem Fluss. Und er versucht hier mit zwei verschiedenen Varianten sein Glück. Einmal auf Grund und einmal mit der Spinnerute. Konnte gerade schon einen fast kiloprächtigen Zander rausziehen. Und sein Freund Olaf vom Kahn begrüßt ihn da mit einer herzlichen Hupe. Mal schauen, was er noch alles an Land ziehen kann. Nee. Ich muss mich mal ein bisschen anders stellen. So hier. Jetzt haben wir mal volle Bude geradeaus. Ja. Zack. Schöner Wurf. 52 Meter. Ah, ich hoffe, es geht noch mal was an die Grundangel dran jetzt. Ach, so eine Rotfeder. Ich freue mich eigentlich über alles. Aber es sind ja jetzt, da es nur noch die drei Fische sind, die uns fehlen, würde ich mich natürlich über die Rotfeder sehr freuen. Und im nächsten Part werden wir in die Nacht gehen. Ja, es wird unsere erste Nacht. Also eigentlich nicht die erste Nacht, aber die erste richtige Nacht mit Grundangel. Und dann können wir nämlich hier auch nochmal unseren Krebs dranhängen. Der leuchtet ja auch so schön in der Nacht. Gab es auch ein, zwei Fischen, die sich für den interessieren. Na gut, jetzt haben wir hier schon zwei Alan, Zander und Barsch gefangen. Und zwar, der Barsch war ja Trophäengröße. Arland haben wir ja schon mal in Trophäengröße. Oh! Ah, was war das? Nur ein kleiner Biss. Ah, anscheinend schon. Ah, schade, ich dachte, es klingt jetzt so richtig. Aber ehrlich gesagt muss ich euch sagen, ich bin kein Freund. Ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwann erzählt von diesen Piepern. Und die Leute, die von euch in Wirklichkeit angeln, außer man ist vielleicht wirklich einer, der wirklich ohne Spinnrute angelt, aber
Ich bin da kein Freund von, weil es ist ein unheimliches, idyllisches Gewässer. Stellt euch das mal vor, ihr fahrt da schön hin, Mensch, packt da euer alkoholfreies oder euer normales Bier aus, wie auch immer. Trinkt das schön so, dann setzt ihr euch an eure Angelkiste, räumt alles schön aus, guckt mal, ach, was mache ich denn jetzt dran? So, dann werft ihr eure Rute aus an diesem wunderschönen idyllischen Gewässer. Die Vögel zwitschern, so wie hier. Ach, man hört so ein bisschen den Wellengang, wenn es ein größeres Gewässer ist, auch so wie hier. Und plötzlich aus der Ferne. Oh, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist, außer natürlich die Leute, die angeln, die können sich das vorstellen. Es ist für mich als Angler unheimlich nervig. Aber wirklich. Da ist mir so eine Glocke, also ich persönlich angle immer mit solchen Glöckchen hier. Es ist mir viel lieber, dieses Geräusch von so einem Glöckchen, als so ein nerviger Pieper. Wirklich, muss ich ehrlich sagen. Es sei mir verziehen, wenn Leute unter euch sind, die so angeln, aber wir sind auch nicht alle gleich, was ja klar ist, was ja auch schön ist. Aber ich bin da kein Freund von. Ich kann mich da einfach nicht mit anfreunden. So, aber jetzt hat es hier gerade sehr geklingelt. Aber Fisch scheint wieder weg zu sein. Schade aber auch. Aber bis jetzt auch mein Fazit in Sachen Köder an der Grundangel, dass der normale Wurm sich hier sehr bezahlt gemacht hat. Doch wirklich sehr. Den werde ich definitiv auch noch mal dranhängen, vielleicht jetzt sogar gleich, damit wir noch mal was landen können. Die Grille scheint, das Rotauge ist entweder nicht in der Nähe oder weiß es nicht genau. Ja. Ja. Oh, wie die Rutenspitze sich durchspiegt, du. Guckt euch das mal an. Zack. So, aber holen wir mal das Ding rein. Lalalala. Lalalala. Wunderbar, ich angel am Fluss. Mann, ist das ein Genuss. Ich angel hier am Fluss. So, weiter geht's. Machen wir mal unser normales Würmchen dran. Das hat war ja jetzt so Pinkies. Stimmt, ich hatte Pinkies dran. Die mag hier anscheinend auch keiner. Dann werde ich jetzt nochmal auf die Grille gehen. Sagen wir mal so 2-3 Minütchen und zum Schluss nochmal einen Regenwurm dran. Weil wenn hier jetzt doch wirklich das Rotauge ist, dann beiße ich mich ja selber in den Arsch, wenn ich das jetzt nicht landen kann. Nur weil ich die Grille jetzt nicht nochmal ausprobiert habe. So schön. Können wir gleich nochmal mit der Spinnrute weiter angeln. Das komische PlayStation-Store-Zeichen geht einfach nicht weg. Ich kann sie ja leider auch nicht aus dem Video rausschneiden. Naja, prima. So, ich werfe nochmal hier drüben hin. Richtung Brücke. Ah, vielleicht so, ja. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, was sich hier tut. Und ich freue mich auch auf Tschechien, auf die kleinen Schleien und kleinen Karpfen, was da alles so rumkriechen soll. Und ich glaube, in Italien gibt es dann sogar schon Wels. Da würde ich aber gerne, da wir ja mit Pose keine richtige Chance hier haben. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, weil das hier ein Fluss ist, der ziemlich schnell fließt. Und somit die Köder gar nicht so lange aufmerksam auf unseren Köder werden können, weiß ich nicht. Aber da würde ich dann doch eher schon gerne die größere Grundangel haben, wenn wir nach Italien reisen. Weil ich will nicht auf gut Glück hinreisen. Ich glaube, die Reise kostet 4000 Öcken für einen Tag. Plus Lizenz auch nochmal 2000 oder sowas. Und ich möchte das Geld eigentlich ungern einfach so rausschmeißen. Also es sollte schon passen.
gar kein Biss hier. Dann werfe ich noch mal ein bisschen weiter rechts. Hier auf Richtung Fabrik. Wir waren ja ganz am Anfang auch mal hier hinten. Da haben wir, glaube ich, unseren Aland gefangen. Unseren ersten. Wenn ich überlege, in den ersten zwei Videos haben wir, da ging ja wirklich gar nichts, außer mit Ach und Krach irgendwas. Wir haben jetzt zwar hier auch nicht so viel, aber das sollte auch ein Part sein, wo ich einfach viele Köder ausprobieren wollte an der Grundangel. Und bis jetzt ist wirklich der Regenwurm hier mein Favorit. Der Junge macht sich prächtig an der Angel. Den wollen sie alle schnurpsen. So, aber ich würde sagen, ich werfe noch einmal aus. Dann werde ich Mr. Regenwurm nochmal an den Haken lassen. Ja! Ja, um nochmal auf die Geschichte mit meinen Armen zurückzukommen, wenn das halt nicht besser wird, innerhalb von einer Woche, ja, dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Zuerst Orthopäde, der guckt, aha, was ist denn da überhaupt ganz genau los? Und wenn der sagt, ja, mein Jung, wir können da nicht viel machen, dann wird es wohl der Chirurg werden müssen und da habe ich ja so gar keine Lust drauf, aber er möchte schon freiwillig zu irgendeinem Chirurgen, der an einer Rumschnibbelt oder sonst irgendwas macht. Also da habe ich gar keine Lust drauf, weil das kann sein, die müssen das dann aufschneiden und irr. Aber daran will ich nicht denken. Ich werde meinen Arm so gut es geht schonen. Wenn ich jetzt 14 wäre und es wäre der rechte Arm gewesen, hätte ich ein Problem gehabt, aber es ist der linke und ich habe eine gut liebende Freundin, die mich verwöhnt nach Strich und Faden. Also brauche ich mir da keinen Kopf drum machen. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn man 13 und 14 ist und 15 und 16 und so die ganzen Jahre, da spielt man ja mal so gerne an sich rum und das Thema wollen wir jetzt hier nicht näher erläutern. So, jetzt werde ich mal wieder zum besten Köder wechseln. Aber wie geil wäre das denn, wenn man für ein gewisses Geld, wenn man jetzt, sagen wir mal, zwei Angeln von einer gewissen Sorte kaufen würde, wenn man da Rabatt kriegen würde. Das wäre echt geil. Habt ihr das gerade gesehen? Jetzt hat gerade die Rutenspitze ganz leicht gezuckt. Oben rechts. Aber eben wirklich nur ganz leicht. Ja! Nee, nichts dran. Da geht nichts mehr. Ich frage mich jetzt auch, hat der Teig ein Haltbarkeitsdatum? Ne, ich glaube nicht, oder? Solange wir den haben, haben wir den einfach. Hälfte ist jetzt leer. Jetzt machen wir ja nochmal neu dran, glaube ich. Ich glaube, wenn wir jetzt den Köder wechseln, wird er garantiert wieder ein Stückchen in den Futterkorb reinschmeißen. Nee, ist glaube ich dasselbe gerade wieder. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir jetzt hier wechseln. Regenwurm. Der alte Mistwurm auch hier bei uns. Das sieht auch aus wie Mistwürmer. Das sind so kleinere rote Würmer. Die haben auch ein anderes Aroma. Vielleicht mögen das deswegen manche Fische ein bisschen mehr. Weiß ich nicht. So. Ich werfe mal nicht extrem weit. Gucken wir mal, wie tief es da ist. Ja, vielleicht zu 6 Meter, ha? War auch 8 Meter. Gut, dann gucken wir mal, ob der gute alte Wurm jetzt hier uns nochmal weiterhelfen kann.
Und in der Zeit werde ich mir natürlich nochmal die Chick-Winner nehmen. Und gehe jetzt hier hinten nochmal mit lila Wurm auf Zanderjagd. Ich werfe mal hier ein Schilf lang. Vielleicht lässt sich ja auch nochmal ein Hecht überraschen. Wobei der wahrscheinlich dann schon eher den Chat nehmen würde. So, ich begrüße euch jetzt nicht mehr. Da oben ist schon wieder der rote LKW-Fahrer, der schon den ganzen Tag Schotter auf der Baustelle fährt. Mann, was ist das für eine Baustelle? Ja, wahrscheinlich eine Riesenfabrik, die sie da bauen. Oder Erdaushub, ich weiß es nicht, was der da rausfährt oder hinfährt oder abholt oder... Mufti auf Achse, sag ich dann nur. Gut. Aber sieht schon geil aus, die Spiegelung von der Brücke. Ah, da vorne fährt er noch... Auto. Es scheint ein Speditionsunternehmen zu sein. Das ist ja schon wieder auf der Brücke. Davon gibt es wahrscheinlich etliche. Und da hinten ist schon wieder richtig was los. Da spritzelt und spratzelt das schon wieder. Seht ihr das? Aber wie Sau. Sollte ich da einfach mal meine... Das machen wir jetzt mal, Leute. Wir haben noch ein paar Minütchen. Oh, wie das klingelt, wenn ich die bewege. Was, jetzt habe ich hier einen Fisch dran? Hä? Das habe ich ja gar nicht... Hä? Das habe ich jetzt... Ich habe das jetzt wirklich nicht gemerkt, aber wir haben noch einen Fisch! Ja! Scheint auch irgendwas Kleineres zu sein, das ist mir erstmal egal. Oder nee, obwohl wahrscheinlich wieder so fast die Kilomarke. Oh, das ist ja. Oh, ja. Muss man erstmal ein bisschen sich auspowern. Der kampffreudiger Geselle. Da ist der wütend, der Hund. Ja, das könnte von der Ausdauer her, könnte das zum Beispiel ein schöner Barsch sein. Oder so eine dicklippige Meeresche. Ich weiß ja nicht, ob die einen Wurm möchte. Ich meine, ich habe es ja auch ziemlich hoch eingestellt, muss man ja auch dazu sagen. So, jetzt zieht das Vieh wieder weiter raus. Ich muss es weiter hochstellen, sonst kriegt man die ja nicht mehr rein. Oh, die zieht echt. Oder der oder die oder das. Zieht ganz schön raus. Vielleicht ist es auch ein Hecht. Das könnte etwas sein, was wir entweder noch gar nicht gehabt haben oder was Einzigartiges, Leute. Vielleicht haben wir Glück. Wäre ja dann auch erst Nummer 2. Aber da wird es schon zum Problem. Ich kann jetzt meine Schnursperre nicht weiter höher stellen. Das kann man vergessen. Es wird nichts. Könnte natürlich noch eine andere Rolle auf die Angel hier drauf ballern. Das würde uns auch noch mal ein bisschen was bringen, aber das bringt nichts, wenn die Angel so schlecht ist. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist ein größerer Aaland, oder? Oh, in Trophäengröße. Junge, der ist schon ordentlich. 1,365 Kilo. Der ist schon ordentlich. Da gibt auch schon 231 Öcken. Tja, Leute, und wieder mal beenden wir den Part mit einem wunderschönen Aaland. Das lasse ich mal so stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Nacht, was wir auch gerade haben. Lasst mir gerne ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Macht's gut und tschüssi.